in der letzten Episode. Drücke die Kreistaste zum Schließen dieses Fensters. Die Kreistaste, ist das O. Neigt dazu, Gegenstände zu stehlen. 10, minus 10% Schaden bei Licht über 75. Aber das klingt ja wie ein Gamer. Und so geht's weiter. Let me share with you the terrible wonders I have come to know. Ja, und damit herzlich willkommen bei Darkest Dungeon. Wir sind in der Folge 2 und haben in der letzten Folge mal ein bisschen hineingefunden in das Spiel. Nun gut, ein Abenteuer verkrafte ich sicher noch. Der Dismas. Jo. Okay, wir haben neue Leute angeheuert. Das ist ziemlich cool. Er ist ja ein Okkultist. Und wir haben doch... Welches war denn das? Das ist der Rauchwerk des Scheusals Schlechters. Nur Okkultist. Gewöhnlich. Plus 4% kritisch gegen Scheusal. Dann kriegt er das mit, weil er ist ja... Verrenkte Schulter. Minus 5% Schaden. Nahkampffähigkeiten. Na, hervorragend. Outfit ändern. Oh, das ist ja witzig. Witzig. Cool. Hey, das passt. Hervorragend. Dann haben wir Brat, Vardine und Fairfacebee. Okay. Naja, die sehen schon unterschiedlich aus, alles klar, das passt. Eile mit Weile, minus 4 Geschwindigkeit in erster Runde. 20% Stressschaden bei LP unter 50%. Okay, die sind am besten natürlich ganz hinten, ja. Und haben als Bestes natürlich auch die hinteren Ränge. Er ist eher vorne und er hat, sag mal, die ersten drei mit Vorzug auf 3. Held entlassen. Ah ja, okay. Wir können ihn auch umbenennen. Praktisch. Wobei, Montcanesi, das können wir uns merken. Ich könnte etwas Erholung vertragen. Ja, Mel, du bleibst auch hier. Ich würde sagen, wir machen mal weiter. Besiege den Nekromantenlehrling. Wo waren denn die Quests? Ja, ich muss mich gerade mal wieder reinfinden, weil ich habe eine... Session Pause. Nein, nicht ich. Doch, doch, du kommst mit. Das ist für Verlust, das ist für Sünde und so weiter. Scharmützel, unheilige Abscheulichkeiten, vor denen selbst das Licht weicht, stell dich ihnen und lerne, wie sie kämpfen. Belohnung, eine Pestdoktorin, aha. Stein der Geschwindigkeit. Nur Vestalen. Buch der Entspannung, minus 2% Stressschaden. Die Schmerzen lassen mich alles deutlicher sehen. Ja, der wird ausgepeitscht. Okay. So, Sekunde. Wie war das? Ja, ich habe natürlich jetzt... Gut, er kann vorne sein. Die beiden sind eher hinten. Das passt. Erst 2 und 3. Ja. Dann schauen wir mal. Wir haben natürlich jetzt die Seele nicht dabei. Die Schmerzen lassen mich alles deutlicher sehen. Gepäck. Zu dieser Quest gehört das Lagern und du benötigst Feuerholz. Du hältst es automatisch bei den betreffenden Quests. Lagern gibt Helden die Möglichkeit, sich im Dungeon zu erholen. Wenn deine Helden verwundet oder gestresst sind und du lagern möchtest, rechtsklicke auf das Feuerholz im Inventar. Naja, okay. So, jetzt wir haben natürlich keine Ahnung, wie viel Fackeln wir brauchen. Wir nehmen mal vielleicht 10 mit. Die sind halt nicht ganz günstig. Und ein bisschen Nahrung sollten wir auch mitnehmen. Ja, ansonsten... Bandage zur Stillung blutender Wunden. Ja, dann, ach so, wir hatten schon. Laudanum, eine wohltuende Tinktur zum Stärken des Verstandes gegen das Grauen der Dunkelheit. Ja, das kennen wir aus dem anderen Spiel auch noch. Okay, ich denke, wir sind dann soweit. Hoffe ich. Untote können nicht bluten. Sie vergiften. Pace out the halls of your lineage once familiar. Now, Boren. Das Heldenmenü. Rechtsklick auf das Bild oder Porträt eines Helden, um ein detailliertes Menü aufzurufen. Ja, das kennen wir schon. Okay, erforsche 90% aller Räume. Boah, das ist viel. 3, 4, 7, 10, 13. Das heißt, wir sollten 11 Räume schon durchschreiten. Okay, Leute, auf geht's. Tschüss. Achso. Ja, komm, geh mal links rum. Was ist das denn?
verschlossene Glasvitrine. Oh oh. Und du? Tja. Das ist ja wunderschön. Ich blute. Zwei Schaden pro Runde, eine Runde, okay. Weiter geht's. Da ist so viel. Falle. Mind that such missteps are the exception and not the rule. Ja, Jo, danke. Dunkel werden die Monster noch unerbitterlicher kämpfen. Warte mal, wo ist denn unser? Oh oh. Okay, eine Sekunde. 15, 15, 13, 15. Streuschuss auf, ja, komm. Toll. Du hast niemanden getroffen. Ach, wir sind mal wieder dran. Präziser Schuss, Sperrfeuer. Zielmarkierung, Zielschwächen, Erstversorgung, Heilung. Naja, guck mal, die können sogar, sie kann sogar heilen. Ach, wir haben bisher noch nichts getroffen, das ist krass. Sehr gut. Okay, er ist dran, was kann er? Opferstaus, Nahkampf. Schicksalshafte Heilung, Heilung 0 bis 13, okay. Berührung aus dem Abgrund, Fernkampf, betäuben. Opfer für die alten Götter, entsetzliche Beschwörung. Sekunde. Dann machen wir das auf das. Na, sehr schön. Er blutet weiter. Sehr schön. Nicht, natürlich nicht sehr schön. Leuchtsignal. Betäubung entfernen. Andere Heldenwirkung des Ziels auf eben andere Stärken. 10%. Widerstand Fackel plus 3. Tarnung umgehen. Enttarnung. Krass. Sperrfeuer, Fernkampf, präziser Schuss. Confidence surges as the enemy crumbles. Zum Teufel, ich bin so gut. Ja, genau. Dein Held blutet. Wenn du möchtest, kannst du ihm jetzt eine Bandage aus dem Inventar anlegen, um die Blutung zu stoppen. Rechtsklick auf die Bandage, wenn dein Held, verletzter Held an der Reihe ist. Kann er sich eigentlich selber heilen? Ja. Er blutet weiter, okay. Fernkampf. Ja. Ah, na endlich. Warte mal, was ist er? Opfer für die alten Götter. Axtklinge. Präziser Schuss. Ja, präziser Schuss auf, Well struck. Wow, abgefahren. Da tut es am meisten weh. Sehr schön. Oh oh. So. Du kannst nur die beiden, okay? Continue the onslaught. Destroy them all. Führe die Schlacht fort, vernichte sie alle. Endlich blutet er doch mal. Ach du Schande, ja komm, heil ihn mal. Oh, kritisch geheilt. Oh oh. Sind wir dran? Ah, Kampf. Their formation is broken. Maintain the offensive. Ja, ja, auf jeden Fall. Fernkampf, komm. Press this advantage. Give them no quarter. Blassgrün, wie faultes Fleisch. 8 Wappen, 200 Goldmünzen. Boah, was ein krasser Kampf. Na komm. Huch. Muss ich wieder einen Raum auswählen, okay. Was ist da? Eine Kuriosität. Ein Kampf, okay. Eine Kuriosität. Ich blute. Ja, du blutest.
Bücher sind porös und ziemlich langweilig. Die gehen uns die Bandagen jetzt aus. So ein Mist. Okay. Wähle den gewünschten Raum. Zu diesem Raum bewegen. Raumkampf mit Schatz. Da gibt's wieder eine Kuriosität. Das Lesen einiger Seiten. Labyrintherforscher. Was heißt das? Tja, das ist eine gute Frage. Ein Kampf. Was haben die für Leben? 8 und 8, das ist ja nicht so viel. Another one falls. Tja, nix da. Kannst du dich heilen? Ja, heil dich mal. Ne, heil ihn mal. Weil jetzt haben wir die Gelegenheit dazu. Ja. Nutzen wir das dafür und jetzt ist er dran. Another abomination cleansed from our land. Geil. Haben wir jetzt in dem Kampf eigentlich mehr genutzt zu heilen. Ja, weiter geht's. Huch, was ist das denn? Weber. Wir haben keine Fähigkeit. Ein Schaden pro Runde, zwei Runden. Das ist ja schön. Komm, Fernkampf auf, was weiß ich. Biss. Nur diesmal. Wir sind dran. Ja, heil ihn mal. Kritisch geheilt. Geil. Mortality clarified in a single strike. Das lässt mir keine Ruhe. Bezeichnet. Sind wir jetzt endlich mal dran? Komm, Sperrfeuer. Sehr gut. Dasselbe nochmal. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Okay, er ist dran. Nein, er ist betäubt. A time to perform beyond one's limits. Ja, ja, ich würde gern das Sperrfeuer auf die beiden, ja. Precision and power. Genau wie angekündigt. Geil. Okay, Sekunde. Was hat er denn? Er hat Heilung. Komm, heil ihn mal. Toll, die gehen immer auf die Dismas. Warum? Komm, Fernkampf. Achso, da geht nur der Zielmarkierung. Geht auch nicht. Dann heil halt. Ich fühle mich schwach. Komm, Nahkampf. Be gone, Fiend. Okay, er ist dran. Nahkampf. Boah, die waren jetzt aber hartnäckig, Alter. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Sehr schön. Ja, weiter geht's. Mein Adern brennt. Falle. Carelessness will find no clemency in this place. Joho. Achso, da müssen wir wieder einen Raum aussuchen. Oder können wir rasten? Wird beim Lagern verwendet. Denk daran, genügend Nahrung für die Mahlzeitphase mitzubringen, damit deine Helden nicht berühren müssen. A moment of respite. A chance to steel oneself against the coming horrors.
Okay, das Lagern besteht aus zwei Phasen, der Mahlzeitphase und der Fähigkeitsphase. Während der Mahlzeitphase kannst du wählen, wie viel deine Helden essen, was festlegt, wie gut sie sich erholen. Sorge dafür, dass du stets genügend Nahrung dabei hast. In der Fähigkeitsphase kannst du Rastpunkte für verschiedene Heldenfähigkeiten ausgeben, die ihre Genesung vorantreiben. Sagt der Stress. Wir haben 8. Wie viel Mahlzeit haben wir dabei? 10. Ja, dann machen wir das so. Verwende Lagerfähigkeit, um die körperliche und mentale Verfassung zu stärken. Nur Erholung 12. Was mache ich da? Achso, hier. Wundversorgung, Zeitkosten 2, ein Gefährte, Heilung um 15%, Bluten entfernen, Gifthauch entfernen. Okay, das ist Pistolen säubern. Banditengespür. Verhindert nächtliche Hinterhalte. Minus 20% Gruppe überraschen. 20% Chance, Spawns zu überraschen. Okay. Ein Gefährte. Stresswert um 5. Ermutigung. Ein Gefährte. 50% Chance zur Heilung um 35%. 25% Chance Heilung um 50%. Okay. Minus 15 Stressschaden. Alle Gefährten 2 Geschwindigkeit. Armbrust neu bespannen. Was hat er? Ermutigung. Dunkle Stärke. Stress wird um 15 erhöht. Ein Gefährte plus 20. Nee, das machen wir nicht, nur selbst. Wobei, das könnte man sogar machen. 20% Schaden, 4 Kämpfe, okay. Entsetzliche Zwiesprache. Zeitkosten 3. Nur selbst. Verhindert nächtliche Hinterhalte. Alle Gefährten. Stress wird um 7 erhöht. Aha, juhu. Okay, Sekunde. Ja, mach mal. Auf dich selbst. Achso, das geht nur als auf den Gefährten, okay. Ne, dann lass das mal. Dann fangen wir auch von links an. Ja, dann komm auf ihn. Selbst schwere Wunden können geheilt werden. Zurück in den Kampf. Okay. Wir haben noch 9. Naja, sie bräuchte eigentlich das mit diesem... Stress wird um 15 gelindert. Ja, komm. Furcht entsteht im Geist. Ändere deine Denkweise und du besiegst die Furcht. Und Versorgung, komm. Ob ich die Nadel gewaschen habe? Nun, jetzt ist es sowieso zu spät. Alle Gefährten 2. Gesundheit für 4 Kämpfe. Geschwindigkeit. Hervorragend. Wenn wir lernen, geordnet zurückzugehen, kämpfen wir besser zusammen. Wir haben noch 2. Naja, komm, wir ruhen. Was kann man denn da noch machen? Nein. Da ist nichts. Ein Gefährte plus minus 15% Stress und das ist ein Gefährte Stress wird um 15 gelindert. Wer hat denn Dismas vielleicht? Konzentriere dich auf den Sieg. Ruhen. Ich bin auf alles vorbereitet. Ich kann meinen kräftigen Herzschlag spüren. Wir müssen auf der Hut sein. Ich übernehme die erste Wache. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Ja, sehr schön. Dann gehen wir mal weiter. Aha. Überrascht. Was heißt überrascht? Sekunde, was ist denn das? Normale Gruppenreihenfolge, gerade auf der Gruppe. Ne, ich wollte eigentlich, was heißt denn überrascht? Keine Ahnung. 15, was hat denn er? Wahnsinniger. Hieb aus dem Jenseits, nichts. Und Bolzen, Bajonett, okay. Sekunde, er ist dran. Kann ihn oder ihn? Dann nimm mal den Wahnsinnigen. Okay. Nahkampf. Ihn, ihn oder ihn. Ja, komm, nehmen wir ihn. Okay. Fernkampf. Auf den Fernkämpfer. Fernkampf auf den Fernkämpfer. Wow. Genau wie angekündigt. Sehr gut. Wieder auf den Dismas. Entschuldigung.
Du bist schuld. The Abyss returns even the boldest gaze. Abgefahren. Okay, Moment. Nahkampf, genau. Wir können auch Fernkampf machen auf ihn. Sehr schön. Ja, was hat sie denn? 3 Stress pro Runde. Boah. Sperrfeuer, komm. Ja, komm, nochmal Sperrfeuer. Heilung. Berührung aus dem Abgrund. Fernkampf. Ja, von mir aus. Wen kann man denn da? Alle? An dem ihn. Du bist schuld. Grauen. Nächster Junge. Komm, Nahkampf auf ihn. Tagebuch sei dein Auszug aus dem Tagebuch. Aus dem Tagebuch einer dem Untergang geweihten Expedition. Na, dann nehmen wir einfach alles. Geil, ja, das war gar nicht so schlecht. Sie hat zwar das Grau noch. Okay, wo sind wir denn jetzt? Erkunden. Kuriosität, Kuriosität. Komm, wir gehen mal dahin. Ja, mach mal. Ist gesichert. Reingefallen. Toll. Keucht. Wartet. Was ist das hier? In Adern brennen. Versteckte Erbstücke. 2 Urkunden. Endlich etwas, worüber man sich freuen kann. Dämmerung, Finsternis, Helligkeit oder Tageslicht. Unsere Aufgabe bleibt dieselbe. Ja, in der Tat. Komm, wir gehen wieder zurück. Bräuchte irgendjemand, der mit Fallen umgehen kann. Ja, komm, geh mal dahin. Hast Hunger? Ja, ja, kommt, esst mal. Jetzt haben wir zwar kein Futter mehr, aber das ist ja besser als nichts. Die Kiste ist leer. Achso, Sekunde. 90%, was ist denn das? Das ist ja ein Kampf mit Kuriosität. Und noch ein Kampf auf dem Weg. Okay, dann gehen wir erstmal hoch. Mich doch eher kurios. Wir dürfen den Mut nicht wieder verlieren, selbst angesichts dieser Trostlosigkeit. Eine Karte. War sehr spannend. Wir erkunden noch, okay. Ah, da ist eine Falle, da gehen wir garantiert nicht hin. Ja. Ach, naja. Wir haben nur noch 3 Fackeln, Leute. Gut, dann gehen wir hier hin. Nichts essen. Na joho. The requirements of survival cannot be met on an empty stomach. Konzentriert. Ich habe einen Feind im Visier, er wird nicht entkommen. Ja, sorry, zu wenig Futter. Tugendhaft, gelegentlich reagieren Abenteurer heldenhaft auf Stress. Dann erbringen sie so lange mehr Leistungen, bis sie lagern oder ins Dorf zurückkehren. Zudem erhalten sie Werte, Boni und andere Vorteile. Konzentriert. A handsome reward for a task well performed. Ja, mir wäre es mal recht, ein bisschen Futter zu bekommen. Und echt mehr Futter. Okay, Entschuldigung. Nochmal auf die Karte. Da geht's hin, dann müssen wir alle Räume haben. Weil, 90%, glaube ich, kann man 2 auslassen. Ja.
Verdammt! Ja, in der Tat, Junge. Jetzt. Ach. Ja, juhu. Aha, wieder zwei solche und zwei solche, okay. Du musst dich mal selber heilen. Okay, Sekunde. Was machen wir da als erstes? Kelch der Versuchung, okay? Gibt Stressschaden, Fernkampf. Boah, geil. Oh oh. Mhm. 17 Stress. Ach du Schande. Eine Sekunde. Das ist wichtig. Halt dieses Pulver unter deiner Zunge. Ja, du machst mal einen Fernkampf auf ihn hier. Back to the pit. Geil, ein verdammt guter Schuss. In der Tat. Oh oh. Nächtlicher Schlag. Ausgewichen. Kelch der Versuchung. Gittigit. Oh, das war so ekelhaft. Komm, heil dich nochmal. Okay. Fernkampf. So, wir machen jetzt mal einen Streuschuss. Masterfully executed. Aber. Oh, nochmal. Komm, Fernkampf auf die Bande. Junge. Boah, Hammer. Ja, du musst ihn heilen. Stärkung. Fernkampf. Nix da, Junge. Achso, sie kann keinen Fernkampf. Na, dann heil ihn halt. Zack. Executed with impunity. Sehr schön. Quest abgeschlossen. Ab ins Dorf. The great ruins belong to us. And we will find whatever secrets they hold. Wow. Und so viele Achievements. Geil. Ja, also wirklich viel Gold war das jetzt nicht, aber gut. Doch, 4500, das geht. Neue Heldenstufe. Für jede erfolgreiche abgeschlossene Quest erhalten deine Helden Helden-EP. Helden-EP bestimmt die Heldenstufe deines Helden. Die Heldenstufe steht für die Erfahrung deines Helden und wirkt als direkter Stresswiderstand gegen die Schrecken in den Dungeons. Ein Held mit niedriger Heldenstufe, der sich an einer schwierigen Quest versucht, wird schnell unter dem unvorstellbar hohen Stress zusammenbrechen. Sehr schön. Ja, toll, gebrechlich. Minus 10% Max-EP, 20% Stresslinderung im Bordell. Toll. Ist fasziniert von Leichnam. Plus 5 Präzision. Plus 4 Geschwindigkeiten, erste Runde. Plus 15% Schaden gegen Bestien, minus 15% Stressschaden gegen Bestien. Ja, hervorragend. Kutschenverbesserungen sind auf lange Sicht unerlässlich für dich. Though long years may seek to separate them, action and consequence will invariably have their dreadful reunion. Unerträglich. Wolken von Moskitos und anderer schwere identifizierbare Ungeziefer senken sich fortlaufend und mit unerträglicher Beharrlichkeit auf das Dorf herab. Es wimmelt von Krankheit und Ärger. Neue Hofquest verfügbar. Sehr schön. Haben wir jetzt irgendeine Quest geschafft oder haben wir... Ich habe keine Ahnung. Stress um 46 verringert, 39, 32. Gut. Ja, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Alle wie ist zwar immer noch relativ hoch, aber gut. Dann würde ich sagen, der Dismas, der kann ja eigentlich dann mal hier in der Taverne. Oder? 1000 oder 1500? Ja. Ich nehme einen doppelten und zwar nicht nur einen. Geil. Und Phase B. Eile mit Weile.
minus 4 das müsste man eigentlich im Sanatorium, wie das heißt. Also wie viel Sportell? Ja dann, viel Spaß. Ah, mehr Kissen. Ja, ich denke, das passt eigentlich. Die anderen sind eigentlich okay. So, dann gucken wir mal die Kutsche. Eine Vestalin. Und ein Kopfgeldjäger. Satanophobie. Plus 20% Stressschaden gegen unheilig. Starke Furcht vor geschlossenen Räumen. Okay. Das ist ein sehr guter Nahkämpfer. Hat aber auch einen Fernkämpfer, okay. Ja, ich würde ihn mitnehmen, auf jeden Fall. The thrill of the hunt. The promise of payment. Adämisch, Waschzwang, minus 10% Widerstand gegen Bluten. Besessen von Sauberkeit. Ruinenerforscher, 20% Chance erkunden in Ruinen. Plus 15% Widerstand gegen was? Widerstand? Die kann heilen. Oh, das ist super. Dann nehmen wir es auf jeden Fall mit. A sister of battle. Pious and unrelenting. Ja, Sekunde. Minoir. Hasenfuß, minus 10% Widerstand gegen Betäuber. Hasenfuß. 2 Geschwindigkeit bei Licht über 75. Aha, 15% Widerstand gegen Bluten. Giftpfeil. Boah, das ist geil. Man kann Gifthauch und Bluten bei sich selbst heilen. Also ein Fallenfinder wäre halt der Hammer. Nächtlicher Ausflug. Stibitzen. Stärkende Worte. Ah ja. Gut. Renn damit. To those with a keen eye, gold gleams like a dagger's point. Okay, erfahrene Rekruten. Rekruten der höherer Stufe können beim Kutscher erscheinen. Das kostet 8 Rollen und 10 Schild, okay. Was ist das hier? The bellows blast once again. The forge stands ready to make weapons of war. Ach, zieh einen Helden aus der Liste hierher. Das ist ja interessant. Das Verbessern der Schmiede ermöglicht den Kauf besserer Waffen und Rüstung und senkt deren Preise. Rüstungsschmiede, Waffenschmiede, Brennofen. Verringert die Kosten für Verbesserung von Waffen und Rüstung um 10%. Ah ja. Make no mistake. We will face ever greater threats. Our soldiers must be ready. Eine Gilde. Das Verbessern der Gilde ermöglicht das Erlernen höherer Stufen von Heldenfähigkeiten. War das ja praktisch. Verringert die Ausbildungskosten für Fähigkeiten um 10%. Ermöglicht die Verbesserung von Fähigkeiten bis auf Stufe 2. War das ja spannend. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Dann würde ich sagen, dann machen wir einfach in der nächsten Folge mal weiter. Das ist ja der Hammer. Ja, das Sanitarium hätte ich gern freigeschaltet. Das wäre echt nicht schlecht. Naja, machen wir dann in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen coolen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, das war jeder Einzelne so wert. Ja, das denke ich doch auch.